meine Erfahrungswerte, was Rassismus angeht. Also grundsätzlich, ja, es gibt, wie man das, meine Erlebnisse. Also ich wurde schon oft, sehr oft in Stadien rassistisch beleidigt. Wie zum Beispiel Sommer, wo ist dein Boot? Oder Sommer, hast du überhaupt Stutzen an? Da hatten wir nämlich schwarze Stutzen an. Das sind so kleine rassistische Anfeindungen, die ich selber erleben durfte. Aber auch tatsächlich so rassistische Anschuldigungen, also Erlebnisse hatte ich auch schon, was ich nicht zu krass persönlich nehme, wie zum Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe und ich sag Hallo, gebe meinen Ausweis, da steht Niklas Sommer und die nächste Frage ist, do you speak German? Wo ich mir dann halt so denke, ey, hat dir wirklich einer auf deinen Tisch gekackt? Ich gebe dir meinen Ausweis und du fragst mich tatsächlich noch, do you speak German? Ja, ich spreche Deutsch. Und das sind so Kleinigkeiten oder auch so, ich muss mir auch mal so anhören lassen, ja, weil wegen meinem Auto ist mal einer zu mir gekommen und sagt, ja, und das ist also, wohin mein Geld geht, in so eine Scheiße wie dich. Und ich dachte mir so, Mann, Bro, glaub mir, du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin nicht die Person, auf die du verbittert sauer sein musst, weil du irgendwie Geld abdrückst oder so. Also, das sind so meine rassistischen Erfahrungen.